Eins, zwei, drei! Sonntagmorgen gegen 8:30. Bentheimer Eisenbahnchef Joachim Behrens drückt auf den roten Knopf, der zwischen den Triebwagen auf dem Bahnsteig des Bahnhofes in Nordhorn steht. Damit läutet Behrens eine neue Ära in der Grafschaft ein. Ab jetzt pendeln die Personenzüge tagsüber stündlich zwischen Bad Bentheim, Nordhorn und Neuenhaus. Das ist ein historisches Ereignis für uns, für mich, für alle in der Region. Nach so vielen Jahren, dass der Personenverkehr wieder rollt. Man muss jetzt sagen, nach gut 3 Jahren Arbeit im Unternehmen, die ja zusätzlich zu dem Tagesgeschäft bewältigt wurde, in so einer Rekordgeschwindigkeit einen solchen Verkehr, eine Investition von fast über 25 Millionen Euro, die wir in die Strecke investiert haben, dann auch zu handeln. Ein ganz besonderer Moment heute. Auch für Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling ist es ein historischer Tag. Nach 45 Jahren ist seine Kreisstadt für Bahnpendler wieder direkt erreichbar. Wir sind als Tagungsort, als Tourismusort dadurch erreichbarer und davon wird die gesamte Wirtschaft profitieren. Zu den ersten regulären Fahrgästen mit der Regionalbahn nach Bad Bentheim gehören auch 2 junge Frauen aus Nordhorn. Sie wollen sich einen schönen Tag in Köln machen. Dass sie jetzt direkt in ihrer Heimatstadt in einen Zug steigen können, das erleichtert ihnen die Fahrt nach Nordrhein-Westfalen. Ganz zufällig, dass es jetzt heute ist, deswegen. Aber sehr praktisch, dass man hier direkt starten kann, oder? Ja. Zugführer Harald Biester startet mit seinem blau-weißen Wagen um 8.35 Uhr in Richtung Neuenhaus. Ich freue mich mächtig. Was hast du denn dafür, jetzt zu fahren? Es ist ein schönes Stück, was in die Geschichte mit eingeht. Ich freue mich wirklich ganz doll drauf und gutes Gefühl. Pünktlich heißt es dann Abfahrt am Bahnhof in Nordhorn. Harald, gute Fahrt. Ja, danke. Die beiden Regionalbahnen fahren parallel los in Richtung Bad Bentheim und Neuenhaus. Ein Moment, auf den viele Grafschafter jahrelang hingearbeitet haben. Das war 1994. Ich hatte gerade knapp die Landtagswahl hier verloren. Dann war ich in Hannover, habe dafür geworben. Da hat mich auch ein SPD-Wirtschaftsminister abblitzen lassen. Das ist unwirtschaftlich und machen wir jetzt nicht. Naja, und daraus hat sich dann, ich sag mal, Hartnäckigkeit entwickelt. Fing mit kleinen Themen an, wo wir Bahnübergänge beseitigt haben, wo wir sicherheitstechnisch was gemacht haben, wo wir standardisierte Untersuchungen gemacht haben, ob sich diese Strecke auch rechnet. Das sind Jahrzehnte gewesen, die wir an diesem Thema gearbeitet haben. Und deswegen ist das heute ein großartiger Tag. Man erleben kann, es geht jetzt los. Das nächste Ziel haben die Wegbereiter der Bahnlinie schon vor Augen. Denn Neuenhaus soll nicht die Endhaltestelle bleiben. In wenigen Jahren schon soll der Zug bis nach Kuhworden rollen und damit auch Emlichheim an das Bahnnetz anbinden.